Sehr geehrter Herr Präsident, werte Damen und Herren Abgeordneten, aus meiner Sicht ist diese Sitzung sehr konstruktiv abgelaufen. Größtenteils hat es positive Wortmeldungen gegeben, das ist in Ordnung, wenn natürlich die Opposition etwas auch negative erkennen kann. Und man kann schon erkennen bei manchen Wortmeldungen, dass es definitiv eine neue Landesregierung gibt. Mit Vorausblick, mit lösungsorientierten Handlung. Und der Kollege Köhler hat ja gesagt, es ist freier geworden in diesem Land, oder es wird freier in diesem Land. Das hat ein Oppositionspolitiker jetzt gesagt und nicht jemand, der seitens der Regierungspartei zur Grenzkontrolle hat, die oder auch gut, komme ich auch. Was mich ein bisschen stört, ist die Aussage der Grünen. Verwendet wurde und die Innenministerin nicht möchte, dass das Wort Grenzkontrolle vorkommt,
Immobilien hat in Österreich das dauernd im Zuge des Planungsrates kontrolliert. Man hat nicht kontrolliert, aber an der Grenze sollte man nicht kontrollieren. Vielleicht wirklich so wie der Kollege vorhin gesagt hat, einfach mal aufschauen, was ist denn da alles? Schauen, warum fährt der ständig oder manchmal über die Grenze? Wenn die Innenministerin nicht bereit ist, nur wegen dem Wort Grenzkontrolle, das zuzulassen, denn sie hätte es zugelassen, wenn ich gesagt habe, wenn ich gesagt hätte, Kontrollen an der Grenze, dann hätte man es vielleicht schon zugelassen, oder Verkehrssicherheitskontrollen an der Grenze. Ich sage ganz wirklich, nehmen wir uns bei der Nase, wir haben gesehen am Montag, was los war. Was wirklich los war bei dieser Finanzkontrolle. Da hat man erst typisch gesehen, wie wichtig solche Kontrollen an der Grenze sind. Das hat man definitiv erkennen können. Ja, wird es auch wichtig sein, auch Kontrollen an der Grenze abzuhalten, die mit Kriminalitätsbekämpfung zu tun haben, und das haben wir auch im Koalitionspakt vereinbart. Ich glaube, das hat sich auch die burgenländische Bevölkerung verdient, und dass wir die burgenländische Bevölkerung auch unheißen, wenn er ruhig ins Wirtshaus geht und sagen, wir wollen das nicht, wir wollen lieber, dass die Burgenländer oder die Österreicher da kontrollieren, und das eigene Politik ist, dann sollte das eigene Politik sein. Wir wollen das nicht. Abschließend noch zu dieser Verschlankung, abschließend noch zum gläsernen Konzern. Wir haben bei der letzten Regierungssitzung, haben wir beschlossen, dass die Geschäftsordnung nach 46 Jahren erstmals geändert wird. Naja, das hat sogar der ÖVP nicht stimmt. Aber jetzt die neue Regierung hat diese Geschäftsordnung nach 46 Jahren geändert. Das heißt, nicht nur bei der Ressortaufteilung ist neue Schwerpunkte gegeben, sondern wir haben diese Geschäftsordnung innerhalb von kürzester Zeit der neuen Zeit angepasst, rasch, effizient, das ist Regierung.